Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Elex. So. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, Tränke etc. zu machen. Egal, schauen wir mal, wie es jetzt mit dem Gleiter geht. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Vielleicht aber auch nicht. Ein kurzer Überblick über die Lage. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Gut, wart noch mal kurz. Ich brauche einen Alchemietisch. Also eine Werkbank. Haben wir hier schon eine gebaut? Ich weiß es nämlich nicht. Haben wir hier eine gebaut? Wenn ihr sie, glaube ich, nicht in unserem Haus, oder? Ich glaube nicht, dass die im Haus ist. Truhe leer? Na. Schande. Ich glaube schon, dass wir uns eine bauen haben lassen. Aber wo zum Teufel ist die jetzt? Händler ist klar. Händler ist gut. Händler, was hast du denn Schönes für uns? Zeig mir das. Bla bla. Ring, bla, Schnaps. Schnaps können wir unglaublich viel brauchen. Dann sind wir gleich pleite, gell? Oh, es geht. Wein könnte ich einen Haufen brauchen. Mächtiger Heiltrank. 17 Stück. Ich nehme mal 10 mit. Heiltrank. Mana-Trank haben wir keins. Elixier der Aus. Opala, ich tue es verkaufen, ne? Nein, ich tue Schein kaufen, passt schon. Elixier der Ausdauer. Elixier der Quantität. Achso. Dann würde ich sagen, der mit der Ausdauer, dauerhafter Mana-Trank. Du brauchst immer diesen depperten Kronstöckel. Den würde ich gern anbauen können, das wäre super. Ist aber schon teuer, das Elixier. Na. Ja. Lass mal so, wie es ist. Ich wüsste aber trotzdem gern, wo zum Teufel die Werkbank ist. Ich bin ja nicht doof. Wir haben uns ja eine bauen lassen. Da. Da ist sie. Haben wir ja. Passt schon. Sehr, sehr gut. Also. Mächtiger Heiltrank. Da geht noch was. Anfertigen 7 Stück. Hier geht auch noch was mit Wein. Hier geht auch noch was.
Dann großer Heiltrank. Geht hier noch was? 17 Stück, okay. Geht mit normalen Heiltrank auch noch was? Ja, dann können wir nochmal den großen probieren, nicht wahr? Dann nochmal den mächtigen. Passt. Dann wäre noch Mana-Trank super. Da geht gar nichts. Mana-Elixier wird erst recht nichts gehen. Ja, weil das Kronstöckel brauchst, okay. Großer Mana-Trank. Lol, der geht. Nehmen wir den mit. Und der kleine Mana-Trank, den können wir nicht, oder was? Na, den können wir nicht. Das Rezept haben wir nicht. Die Musik ist schön. Lili. Schön. Gut. Dann könnten wir nochmal schnell zum... Ob er das Rezept hätte für den kleinen Mana-Trank. Aber ich glaube nicht, ne? Hätte ich ihn schon gekauft. Anleitung. Dauerhaft. Nein, kleiner Elex-Trank hätte er gehabt. Ja, was wir schon können. Nein, dann ist gut. Gut, dann zum Wetter. Das wäre wieder speicherungswürdig, würde ich sagen. Ein neuer Speicherdings. So, ja, bitte. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir probieren einmal unser Glück. So, 48 Heiltränke. Das müsste mal reichen fürs Erste. Großer Mana-Trank, kleiner Mana-Trank haben wir nur einen. Normalen Mana-Trank haben wir, glaube ich, gar keinen. Ne? Ja, dann können wir nur den großen. Das ist echt eine Verschwendung. So, und dann braucht man noch ein Lagerfeuer. Davon. Vielleicht können wir noch was zu essen kochen. Na, mach. Gebratenes Fleisch, Schnapsel. Astelteller, Brotsuppen. Hochleistung geht nix. Das geht auch nicht. Steakteller. Da könnte man ja von mir aus 10 oder so. Wärmende Suppe geht nichts. Das heißt, der Aasfleischsteller wäre noch der, der am meisten heilt, ne? Der Apfelschnaps. Der wird 100 geben. Das heißt, wir bräuchten einen Apfel. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Händler. Ich glaube, der hatte Äpfel. Servus. Ware. Zeig mir. Wir müssen aber gleich was von unten. Hoppala, das war eins zu viel. Wir bräuchten aber wahrscheinlich noch vorher ein bisschen mehr Geld. Das heißt, wir müssen irgendwas verkaufen. Die Eisenstange wird sich anbieten. Kallans Hammer wird sich anbieten. Die Granaten behalten wir noch. Rüstung. Die Sonnenbrille könnt ihr einmal haben. Sonnenbrille modern, okay. Einmal den Ring und Crepe. Schnaps behalten wir selbstverfreilich. Steams werden wir noch haben, die gehen wir natürlich alle weg. Drüsen zum Beispiel bis auf 10. Fangbeinchen bis auf 10. Schlauch, Krallen, Zähne, wow. So, Knochen, da haben wir echt viel Zeug. So, das passt dann schon mal, ne? Wir haben 44 Dietriche und ich mache mir Sorgen. Bis demnächst. Bis demnächst, jawohl.
So, so. Und jetzt schauen wir mal, ob du Äpfel für uns hast. Ja, 6 Stück. Okay, das hat sich super ausgezahlt. Oh weh. Wein können wir nochmal kaufen. Schnapsel haben wir noch 60. Das brauchen wir alles nicht. Passt. Ja. So, dann nichts wie zurück. Dann machen wir noch von mir aus diesen Apfelschnaps. Da fehlt noch was. Ja, einer. Super. Und dann von mir aus noch hier den Teller. 20 Stück und gut ist. So, gut ist. Passt. Wir legen den Teller, den Asselteller. Einmal essen. Asselfleischsuppe. Na, Teller. Den tun wir dahin. Ja, was sollen wir machen? Gut, ich würde sagen, wir speichern das Ganze. Und wir hauen jetzt ab. Richtung Gleiter. Und versuchen, das Finale einzuläuten. Ich denke mal, dass es Finale sein wird. Unsere Frau ist natürlich an unserer Seite, wie sich's gehört. Ohne Frauchen gehen wir nirgends wohin. Und probieren wir es mal. Ja. Mach die Kiste startklar. Ich werde jetzt nach Xakor fliegen. Mach die Kiste startklar. Genau. Ich werde jetzt nach Xakor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa? Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja... Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord. Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Ja. Es darf nicht das Geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Na! Das machst du jetzt nicht wirklich, Ray. Sag einmal, spinnst du, Ray? Verdammter Mistkerl! Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das macht er jetzt nicht wirklich. Hat er sich selber umgebracht. Dieser Vollidiot. Sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xakor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal. Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast. Danke. Ray, du bist ein Vollidiot. Boah, jetzt müssen wir sein Opfer auch noch ehren. Alter. Boah, das ist zu viel, echt. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein Level Up bekommen. Was könnte man noch lernen? Ich würde sagen,
Geld hätten wir noch. Lernen wir noch das letzte von Magie. Gerissenheit würden wir brauchen. Da haben wir aber zu wenig wahrscheinlich, gell? Um einen Punkt zu wenig. Ha, ha, ha. Sehr lustig. Okay. Das können wir somit schon vergessen. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre zum Beispiel... Keine Ahnung. Wir können, glaube ich, nicht mal gescheit die Waffe wechseln. Zahlt sich, glaube ich, auch nicht aus. Dass meine andere Waffe noch aufstufen. Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Ja, servus. Blood Reaper. Das wären zwei Händer. Ich bin gerade deprimiert. Tut mir leid. Ich bin gerade voll deprimiert. Maximale Gesundheit, Rüstung. Ja, das werden wir dann schauen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Ne? Ich sollte nicht so viel Zeit verbleiben. Ich bin gerade traurig. Entschuldigung. Der Trottel hat sich da geopfert. Na gut, die Schlacht um Xakor. Ich wollte eigentlich jetzt Frauchen mitnehmen, aber Frauchen ist, steht nicht hier. Ich weiß gerade nicht, wo unser Frauchen hin ist. Vielleicht ist sie zu Hause. Ich möchte schon gern Frauchen mitnehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich jetzt auch den ganzen Weg alleine gehen. Das könnte auch sein. Wie werden wir sehen? Ich schaue mal kurz nach Hause, also zu unserer Wohnung. Ob Frauchen hier ist. Nein. Frauchen ist weg. Vielleicht sind sie wirklich alle schon vor Ort und ich sollte jetzt einfach mal hingehen. Wäre vielleicht besser. Dann machen wir das doch einfach so. Zack. Ist das überhaupt richtig so? Ich glaube. Zack, zack. Ja, da stehen sie scheinbar alle. Na, das ist schon hart. Das ist schon ein hartes Stück gewesen jetzt von Ray. Echt wahr. Opfert er sein Leben für uns. Der Kerl. Unfassbar, wirklich wahr. Na gut. Dann müssen wir jetzt ein Stück zu Fuß gehen. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. So, gleich sind wir da. Ich werde dann, wenn der Kampf, sag ich mal, der Bosskampf oder wie auch immer man das nennen soll, zu stark und zu schwer ist, werde ich mich bereit erklären. Wow. Also, dass so viele Leute jetzt hier sind, mega. Also das ist jetzt echt mega. Ulbricht. Die Fehde der Kleriker und der Alps, unserer einst vereinten Völker, wird bald beendet sein. Dazu wird wohl mehr gehören als nur eine Schlacht. Ja, aber es ist der erste Schritt von vielen in die richtige Richtung. Wir dürfen nicht zaudern, mein Sohn. Nur dann werden wir siegreich sein. Wenn Thorald den Befehl gibt, möge es beginnen. Großartig. Na?
Wie geht's dir? Elexitor Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Wenn Thorald den Befehl zum Angriff gibt, werden wir sehen, wer am Ende noch steht. Hast du meinen Vater gesehen? Hast du meinen Vater gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir unterwegs. Naja, er taucht bestimmt bald wieder auf. Das befürchte ich jetzt allerdings auch. Aber ich glaube nicht, dass unser Freund da sein wird. Da bist du ja endlich. Oh, Sears. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen? Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps. Ja. Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Wenn du also noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Gut. Ich bin Kallax begegnet. Meine Maus spinnt. So, jetzt geht's. Ich bin Kallax begegnet. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Dann bis gleich. Ich muss das Ganze natürlich... Oh, darf ich nicht? Oh, doch, sie darf ich speichern. Ich musste nur warten. Jetzt habe ich gerade Angst gehabt. Wir werden dafür auch einen eigenen Spielstand dann verwenden. Für das große Finale. Hallo, Logan. Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Geh zu Thorald, damit es hier endlich losgeht. Natürlich. Aber unser Frauchen ist... hier. Nesti, obwohl unser Frauchen ist da. Kaya. Jetzt nicht. Alter. Und du? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Alle unsere Verbündeten sind hier, das ist sehr schön. Bis auf Ray natürlich, der ist nämlich da vorne drinnen und hin. Gut, ja, worauf warten wir eigentlich noch, ne? Wir könnten den Tanz eigentlich beginnen. Gespeichert haben wir. Ich werde noch schnell einmal einen zusätzlichen Speicherstand wählen. Für den Fall der Fälle, dass ich jetzt alles falsch mache. Was ja durchaus passieren kann. Also beginnen wir den Tanz, ne? Auf zum letzten Gefecht. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. So sei es. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Alle Mann bereit? Na dann, zum Angriff! Wir sind aber schon ein bisschen wenig, ne? Das muss man... Das Ding runter. Entschuldigung. So. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Ja. Schön metzeln. Na, würdest du bitte... Wow! Okay, 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 okay. Wo sind jetzt meine Leute hin? Ich sag, ich verhaus. Wo sind jetzt die Leute hin? Futsch und weg. Na schön. Ja, das ist wieder mal typisch. Ich habe jetzt keinen Freund eigentlich, ne, der mir jetzt beim Kämpfen hilft. Und schon bin ich aufgeschmissen. Also, bin bereit. Noch einmal. Das überspringen wir gepflegt. Und dann tun wir uns mal waffen. So. Auch die Rüstung erhöhen wir gleich. Entschuldigung, das sollte nicht dir gelten. Au! Sagelzement. Ah, das ist gut. Alle Verbündeten helfen mit. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können diese Quest auch noch super schaffen. Halt, Logan ist mein Feind, das will ich aber nicht haben. Ja. Den haben wir auch umgehauen. Energie kommt auch zurück. Das, aua. Das ist sehr löblich. Passt jetzt auch hin. So, Achtung, der genau. Der ist auch hin. Passt. So. Der ist auch hin. So, das heißt einmal looten, ne? So. Looten, looten. Gut, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. So, wer ist denn jetzt alles verstorben eigentlich? Bestandsaufnahme.
Sind jetzt nur normale Leute verstorben oder auch ein Held sozusagen? Berserker? Kampfkoloss? Na, sind scheinbar nur die Fußsoldaten, also von unseren Truppen quasi verstorben. Also theoretisch entbehrliche Leute. Bah, hört sich schier an, ne? Eigentlich ist keiner entbehrlich. So. Schön looten. Ich habe keine Ahnung, ob wir es noch brauchen werden. So. 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 Haben wir jetzt bald alles? Schaut, glaube ich, gut aus. Das heißt, unsere Freunde stehen noch, was mich sehr freut. Ah, hier sind noch welche. Okay, das heißt, speichern. Puh, soll ich noch einen neuen nehmen? Ich werde noch einen neuen nehmen. Vielleicht, wenn ich jetzt zu viel Fehler mache, dass man das etappenweise nochmal von vorn beginnen können. Kleriker. Ah, da hinten ist er. Geht's euch gut? Na, da ist er nicht. Ah, da ist noch eine Kampfmaschine zum Looten gewesen. Berserker. Scheiße, ist der jetzt gestorben oder was? Hä? Ah, da hinten stehen noch welche. Logan. Outlaw? Moment. Der Kerl schaut aber ein bisschen aus wie Ray, oder? Der da. Wo Outlaw steht. Also die schauen alle gleich aus. Ich dachte schon, ich hatte schon Hoffnungsschimmer, dass er leben würde. Der hat nicht mitkämpft, der faule... Hast du den Angriffsbefehl verpasst? Der selbstgerechte Judikator Ulbricht und sein Gefolge sind hier. Glaubst du, euch Kleriker-Sympathisanten helfe ich? Da bist du schief gewickelt. Warum bist du dann überhaupt hier? Ich wollte auf keinen Fall verpassen, wie euch die Alps den Gar ausmachen. Ah, ist arschkalt hier. Verstehe gar nicht, wie die Alps das so lange aushalten konnten. Tja... Kann die meisten von ihnen jetzt auch nicht mehr jucken. Ihre Verteidigungslinie ist tatsächlich besiegt worden. Wer hätte das gedacht? Du offenbar nicht. Ich schätze, das war's für mich hier. War eine schöne Show, aber ich mach mich jetzt besser vom Acker, sonst friert mir noch alles ab. Es ist ein Arschloch. So ein dreckiger Bastard. Da fehlen einem doch glatt die Worte, oder? Das ist echt, also Outlaw, pfui. So ein ehrloser Hund. Da kann man echt nur pfui dazu sagen. Ehrlos, weh. Weh. Unglaublich. Da wird's mir gerade anders. Verräterschwein. Hoffentlich schick die Alps zu ihm. Das war's. Die können Spaß mit ihm haben. Die Verteidigungslinie ist zerschlagen. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Sie fängt gerade erst an. Jetzt hängt alles von dir ab. Enttäusche uns nicht. Du musst dem Hybriden unser Mana einflößen, auf dass er endlich zur Besinnung kommt. Es ist der einzige Weg, wie wir seine Kraft und Beharrlichkeit für unsere Sache nutzen können. Geh, finde den Hybriden und beende dieses dunkle Zeitalter der Qualen ein für alle Mal. Du musst dich beeilen, bevor es zu spät ist. Jawohl. Muss ich das jetzt nach wie vor alleine machen oder darf ich mein Frauchen mitnehmen? Weil so wie es ausschaut, muss man das wirklich alleine machen. Ray. Ich glaube, da vorne sitzt Ray. Oh Gott. Tja, es muss wohl an deiner charmant menschlichen Art liegen, dass ich noch nicht von dir weg wollte, Schatzi. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht?
Ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich dir nicht den ganzen Ruhm überlassen. Alter Ray. Du Vogel, echt. Mitnehmen darf man scheinbar jemanden. Es wäre halt cool, Frauchen mitnehmen zu können, aber ich glaube, das wird nichts. Die sind irgendwie verschwunden, kann das sein? Kann ich, glaube ich, suchen, so viel ich will? Ich glaube, die finde ich jetzt nicht. Ich hoffe nur, dass sie nicht verstorben sind, das wäre übel. Ah, da drüben ist jemand. Die hauen da noch irgendwas. Thorald. Die Länder der freien Menschen dürfen. Okay, das ist, glaube ich, jetzt für nichts gewesen. Stand der jetzt nicht gerade vorher auf der anderen Seite? Vielleicht drehe ich auch schon durch. Das kann auch sein. So, das nehmen wir noch mit. Keine Ahnung, ob wir es noch brauchen können in dem Spiel. Halt, da war noch was. Ein Eisschnabel haben sie umgehauen. Gratuliere. Auf jeden Fall, Frauchen ist weg. Kaya ist unauffindbar. Dann würde ich sagen, nehmen wir halt Ray mit, ne? Ist ihr wurscht. Vielleicht will Frauchen ihre Ruhe haben. Das kann auch sein. Dann nehmen wir Ray mit. Na, Freund. Komm mit. Mitkommen. Sicher doch. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Aber geh. Das wird schon. So, ich würde sagen, wir speichern natürlich wieder. Wir betreten jetzt den Eispalast, aber erst im nächsten Part. So, weil ich sehe schon wieder die Zeit, ist schon wieder soweit. Also gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!